wollte auch noch mal kurz was dazu sagen. Also ich habe mich jetzt seit gestern Abend in diversen Internetbereichen rumgetrieben, von Facebook bis zu den spanischen Medien, bis zu den Livestreams aus Spanien. Und war tatsächlich, also erstmal müsste ich mich ganz stark empören über die Art der Gewalt, die dort vorgenommen wird. Da waren Bilder im Netz zu sehen, die mit demokratischer Rechtsverteidigung in Anführungsstrichen überhaupt nichts mehr zu tun haben können, weil dort alte Menschen, Kinder, Frauen von Polizei mit Knüppeln und Gewalt angegriffen werden. Fui Deibel, kann ich dazu nur sagen. Das Zweite ist, es gab tatsächlich also die ein oder anderen Versuch der ARD, Facebook-Seitenbetreiber ihre Medienpolitik zu rechtfertigen. Unter anderem eben, dass das ja nicht so eine Brisanz hätte, dass es nur 3000 Leute waren, sie hätten Korrespondenten da und die würden natürlich länger berichten, wenn da mehr passieren würde. Dabei müssen die Medien aber auch darauf Acht geben oder sollten aus meiner Sicht darauf Acht geben, in welcher Hinsicht Dinge eine politische Brisanz haben. Weiterhin wurde dann erzählt, dass die ARD immer objektiv, neutral berichten muss, dass sie sich weder von Politik noch von Protest beeinflussen lassen darf. Und dann frage ich mich aber, es ist ja tatsächlich so, dass die Medien teilweise noch über Dinge berichten, kurz. Also so wie jetzt in Spanien, die Demonstrationen werden in einer kurzen Headline meistens ganz unten aufgeführt. Aber dann gibt es keine Weiterberichte über diese Dinge. Das ist jetzt bei den Protesten in Spanien die eine Sache, aber das ist bei Themen wie dem Schmiergeldskandal in der CDU damals, der nicht weiterverfolgt worden ist. Da müssten heute noch 20.000 Fragen offen sein. Da müsste heute noch weiter recherchiert werden und gefragt werden, warum ein Herr Schäuble heute noch Finanzminister sein kann. Und das sind all solche Dinge, die einfach nicht weiterverfolgt werden. Das Gleiche, die Medien beziehen ja eigentlich immer eine politische Stellung. Es ist nicht so, dass eine Neutralität herrscht, sondern es wird immer in irgendeine Richtung Bericht erstattet. Aber wenn es Proteste gibt, wird dem nicht, also dann werden die sozusagen nicht berücksichtigt. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr, bevor hier in Deutschland die Occupy-Bewegung losgetreten ist, durch New York eigentlich erst so richtig, gab es keinerlei Berichte über die Vorgänge, die damals in Spanien in den Bereichen der Democracia Reala-Bewegung vorgegangen sind, obwohl da 400.000 Menschen auf der Straße waren. Und dann will mir die ARD erzählen, sie berichten nur, wenn Massen auf der Straße sind. Im letzten Jahr waren Millionen auf der Straße überall in Spanien. Vor Wochen waren noch mehrere Hunderttausend auf den Straßen in Spanien, in Griechenland, vor Monaten in Tunesien, in Ägypten und so weiter. Darüber gab es keine fundierten und weiterführenden Berichte. Und ich würde mich freuen, wenn einer der Redakteure von der ARD mal herunterkommen würde und sich zu dem Ganzen mal äußern würde. Und des Weiteren, und das ist jetzt eine kleine Werbung in ihr wisst schon, wir machen am 13. Oktober im Rahmen des Global Noise Days hier in Berlin ein großes Vernetzungs- und Lautstärke-Treffen, in dem alle eingeladen sind, zusammenzukommen, alle Protestbewegungen, alle demokratischen Protestbewegungen in Berlin eingeladen sind, dorthin zu kommen, laut zu sein und zu sagen, wir haben die Schnauze voll und den Menschen herauszufinden, wie wir weiter leben wollen. Am 13. Oktober um 13 Uhr auf Berliner Hammerplatz. Danke.